Es ist einigermaßen ruhig geworden um die immer plappernde Viva-Moderatorin Gülcan. Die 33-Jährige hat sich inzwischen mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seit 2007 ist sie mit dem Bäckererben Sebastian Kamps verheiratet. Gewohnt öffentlichkeitswirksam im Fernsehen gab Gülcan ihrem Traummann noch das Ja-Wort. Wenig später wurde es ruhig um die türkischstämmige Moderatorin. Mittlerweile ist sie 9 Jahre verheiratet. Auf ein Baby wartet sie aber noch immer. Bei Grill den Hänsler sprach sie jetzt mit Moderatorin Ruth Moschner über ihre Familienplanung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ab 30 ist wirklich so ein Alter, wo man als Frau darüber nachdenkt. Och, Babys, das ist ein schönes Thema, das würde jetzt passen. Es ist auf jeden Fall in der Planung, verriet Gülcan in der Vox Kochshow. Das gehört für mich ganz normal dazu, ich bin mit 3 Geschwistern aufgewachsen. Und ein Kind reicht der gut gelaunten Moderatorin längst nicht. Ich würde am liebsten gleich 11 auf einmal haben, eine kleine Fußballmannschaft. Aber das geht natürlich nicht so schnell. Aber Kinder sind für mich das Wichtigste und ganz normal in einer Ehe und Beziehung. Wir sind gespannt, wie die Familienplanung für Gülcan weiterläuft, denn 2016 will sie sich noch einmal voll und ganz ihrer Karriere widmen, wie sie erst vor kurzem in einem Interview mit bunte.de verraten hat. Aber habe mich jetzt so entschieden, 2016 wieder viel mehr zu arbeiten und zurückzukommen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine das auch total ernst, ich habe es einfach vermisst. Es wird also jedenfalls nicht ruhiger um die beliebte Viva-Quasselstrippe.